Ja, zum Thema Freiheit. Also ich habe mir da irgendwie viele Gedanken gemacht und massig Ansätze gefunden, auch massig Ansätze wieder verworfen. Und jetzt ist daraus der folgende Text entstanden, den ich Ihnen jetzt vorlesen darf. Ich habe gestern Nachmittag oder vor ein paar Jahren, so genau kann ich das jetzt nicht mehr sagen, aber eines stimmt. Ich hatte von Anfang an nie darum gebeten. Ich habe meine Freiheit verkauft, also eingetauscht, sollte ich sagen, sonst klingt das irgendwie nach Prostitution. Eingetauscht habe ich meine Freiheit am Schwarzmarkt. Das war nicht so schwer. Und ich konnte einfach nicht mehr. Also habe ich sie eingetauscht, meine Freiheit, gegen Schere, Stein, Papier. Mehr wollte ich nicht. Hier habe ich gesagt, nehmt sie, bevor mein Kopf daran zerbricht, bevor meine Arme abfallen und mein Rücken krumm wird unter ihrem Gewicht. Ich will nicht undankbar sein. Aber jetzt habe ich sie lange genug herumgetragen. Ich will mich nicht mehr jedes Mal beim Ja und Nein sagen, ihretwegen mit Gedanken plagen, dass ich eigentlich alles sagen könnte. Oder nichts. Wie ich das will. Was will ich denn? Die Freiheit nicht. Also nehmt sie. Nehmen Sie sie. Bitteschön. Sie ist ja ganz hübsch anzusehen, aber ein Plagegeist sondergleichen. Mein Leben lang wollte sie mir nicht von der Seite weichen und auch nicht verstehen, dass all die Möglichkeiten, von denen sie da sprach, mich nicht glücklich machten, sondern krank. Dass die Tatsache, dass mir alle Wege offen standen, mich träge machte, weil sich immer neue Möglichkeiten fanden, Ich konnte da nicht mithalten. Dauernd waren diese Möglichkeiten da. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste, sollte, dürfte, weil ich doch frei war und doch könnte alles anders machen. Ein besserer Mensch sein. Ich hatte die Wahl, die in mein Gewissen biss, die mich jedes Mal aus meinem Alltagsleben riss, um zu sagen, hey, eigentlich könntest du, aber damit ist jetzt Schluss. Hier habe ich Schere, Stein, Papier. Das passt viel besser zu mir. Endlich sind sie begrenzt, meine Möglichkeiten. Es sind drei, treffen sich zwei, dann gibt es Gewinnen oder Verlieren. Stein zerschlägt Schere und es ist vorbei. Kein Hin und Her, Für und Wider mehr. Es wäre niemals gut gegangen mit der Freiheit und mir. Ich habe es ja versucht. Ich habe versucht, sie zu begreifen. Aber nun hatten alle Leute, die ich fragte, immer plötzlich anderes zu tun, wenn ich nachhakte, wie das mit der Freiheit denn war. Wer die Freiheit versteht, vor dem ziehe ich den Hut. Wer das nicht tut, naja, der Schwarzmarkt. Ich will nicht undankbar sein. Ich weiß, es gibt Menschen, die sehnen sich ihr Leben lang nach dieser Freiheit, die ich praktisch über die Nabelschnur schon bekam. Da muss ich doch jetzt glücklich sein. Aber so einfach ist es nicht, oder? Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Schere schneidet Papier.